spreche jetzt nicht so sehr die Einzelthemen an, sondern die systemische Ebene, die auch das Verhalten der Menschen maßgeblich beeinflusst. Wir Menschen sind nicht nur weder gut und böse, sondern wir sind gut und böse zugleich. Und dieses Gut und Böse in unserem Verhalten wird bestimmt durch die Rahmenbedingungen, in denen wir stehen, wird bestimmt durch diese Mechanismen und Auswirkungen dieser Einzelthemen. Wenn das System einen Anreiz gibt, dass ich mich egoistisch verhalten soll, wenn das belohnt wird, dann verhalten sich im Großteil der Menschen egoistisch. Und wenn altruistisches Verhalten, also soziales Verhalten miteinander, wenn das System für solches Verhalten einen Anreiz gibt, dann wird sich eine Mehrzahl der Menschen altruistisch, sozial und mit Empathie verhalten. Im Moment ist es leider so, dass der Egoismus demoniert wird. Das System gibt einen Anreiz für den Egoismus und für Mechanismen, die uns gegeneinander aufhetzen. Und die Covid-Krise ist jetzt nicht mehr und nicht weniger wie die Eskalierung dieses Systemprinzips der Knappheit, der Konkurrenz, die von uns verlangt, besser sein zu jemand anderem. Und wir brauchen nicht besser sein wie jemand anders. Wir müssen nur unsere Aufgabe gut machen. Und ein System, das ist miteinander, ein Anreiz für das Miteinander gibt, wird jeden an die Stelle bringen, an Stellen, auch in Tätigkeiten, die er gern macht. Und da braucht das System entweder gar keine Verbote mehr oder gar keine Gesetze mehr. In einem System, wo jeder dann selber dort ist, wo er Freude hat, sondern dann liegt das Gesetz in den Menschen selber drin. Zumindest brauchen wir dann nur noch wenige Vorschriften, Gebote oder Gesetze, weil das Gesetz in den Menschen selber liegt. Und deshalb, und damit möchte ich schließen, wir können ein System nicht ändern. Wir sehen es hier jetzt am Netterbeckplatz in Berlin am 31. Juli. Das System kämpft gegen Menschen, die das ändern möchten. Wir können also selber kaum aus diesem System raus, weil sehr, sehr viele Mechanismen hier zusammenwirken, sondern das System muss raus aus uns. Und das habe ich gerade versucht zu beschreiben. Für die Kinder, zu den Kindern noch ein Wort. Anstatt sie Masken tragen und Spritzen tragen müssen oder Spritzen bekommen, soll man doch die Kinder, um das zu kristallisieren, was ich gerade für den Systembereich gesagt habe, soll man doch Kinder die Sachen lernen lassen, die ihnen Spaß machen. Sie werden erfolgreich sein in den Dingen, die sie dann lernen. Und sie werden Freude haben dann in den Tätigkeiten, die sie dann später ausüben. Wir werden keine Sitzenbleiber mehr haben, wir werden keine Frust mehr haben, die Eltern werden auch keine Frust mehr haben. Und das System wird glückliche Menschen produzieren. Und so sehe ich eigentlich unsere Zukunft, eine lebenswerte Zukunft, die dann auch keinen Abfall mehr produziert. Der Abfall, den wir produzieren, ist nichts weiter wie der geistige Abfall, den das System mit diesen Rahmenbedingungen und Mechanismen produziert, die wir dann in den Mülleimer geben müssen und wo wir dann nicht mehr wissen, wo wir hin müssen, wie es jetzt der Fall ist mit Covid, mit den Covid-Maßnahmen, deren Widersprüchlichkeiten sich jeden Tag weiter anhäufen und die niemand mehr verstehen kann und die Behörden selber noch handeln können. Dankeschön für das Statement. Vielen Dank, Eduard. Ja.